Sieht nach dem Essensland aus, oder? Geheimfahrt zur Schmausspitze. Schmausspitze, okay. Es freut mich auf jeden Fall, dass wir herausgefunden haben, wie wir diese seltsamen versteckten Monde finden. Aber gleichzeitig sehr interessant, wir haben schon zwei Welten gesehen, die wir so noch gar nicht kannten. Ne? Die, das Stadtland, die Cityland, das Cityland, glaube ich. Und jetzt hier auch noch dieses Schnuckland zum Schnucken. Süßigkeitenland, wie auch immer. Essensland. Jo. Toll, jetzt habe ich die so hoch gestapelt, dass ich da nicht mehr rankomme. Die sind vielleicht besser hier. Autsch. Oh. Oh yeah. War knapp. Wir müssen hin, wir müssen hier rüber. Oh. So. Ich hab keine Ahnung. Am Ende des geheimen Tunnels. Geheimer Tunnel, das wäre der richtige Weg. Okay, das ist nicht der richtige Weg. Da oben drauf ist noch ein Rohr. Hallo? So. Okay, und dann haben wir hier auch nochmal ein Rohr, das sehr pixelig aussieht. Hat nicht so gut funktioniert. Aber der pixelige Mario sieht auch sehr süß aus. Badehosen Mario, pixelig, wie genial ist das denn? Oh yeah! Notenjagd in der Klippe. Cool. Du hast dich ja ganz schön gut ans Platz sein gewöhnt. Danke. Komm ich jetzt hier nach oben? Okay, von dem Raum aus. Okay. Oder hier. Hier, ne? Du gelangst durch den Schacht aufs Dach. Okay, gut. Dann weiß ich, wie es weitergeht. Danke. Okay.
Okay, ab nach oben. Ah, war ja super. Glanzleistung. Münze. Und, ne, ernsthaft, hier ist ein Mond. Hey, was war das denn? Okay. Oh yeah. Da drüben ist quasi das Ende, okay. Okay, wie komme ich jetzt noch da oben? Ist ja gut, dass da oben jetzt der Mond drauf ist, aber... Okay, ich habe eine Idee. Jo. Was ist wohl in der Kiste? Ein Mond, womit ich nicht gerechnet hätte. Ah, sieht man da hinten. Da sind auch noch ein paar weitere Fischschuppen, sag ich mal. Die holen wir uns mal eben, oder? Wenn schon, denn schon. So, hoch, hoch, hoch. Danke. 40 von 50, okay. So, recht überschaubar, oder? Ach, wie schön der Fischschwarm aussieht. So. So. Perfekt. Und was haben wir hier? Oh, wobei. Kein Secret hier drauf? Schade. Echt, Mann? Das mache ich so athletisch und kann das. Oh, 43 von 50. Uiuiui. Okay. Oh, ist das gemein. Das ist aber schwer. Das ist aber schwierig. Na gut, dann nochmal. Wow! Nein! Ach Gott, oh Gott. Okay, da muss ich dann direkt nach rechts runterziehen. Ansonsten wird es, glaube ich, echt nur schwieriger. Boah! Kommt man hier nicht direkt so rüber? Das ist ja lustig. Man kann das hier alles ein bisschen abkürzen. So. Oh Gott, oh Gott. Oh.
Oh. Ah, die Stelle ist doof. So. Okay. Warum sagt mir das denn keiner? Ich wusste doch nicht, wie das funktioniert. Oh. Ja, okay, das war jetzt aber doof gemacht. Wasser. Och Mensch. Die Strafe fürs Fudeln hier, wisst ihr? So. Jetzt aber zum letzten Mal, Mensch, darf ja nicht wahr sein. Nein! Oh, was ist denn? Oh. Oh Gott, das darf doch nicht wahr sein. Das war das erste schwierige, knackige Level. Ich fühle mich gerade so wie in Super Mario Galaxy. So. Meine Güte. Oh wei, oh wei. Akrobatische Darbietung. Ja, aber was für eine. Boah, da war aber echt jetzt... Uiuiui. Das war knackig. Das war echt knackig. Oh wei, oh wei. Chico, Chico, Chico. Okay, dann haben wir das auch geschafft. So, so, so. Den Mond haben wir auch schon mitgenommen. Okay. Okay. Aquagrundterrasse. Hallo, meine lieben Freunde. Fehlt nur noch einer, oder? Der hinten rechts, oder? Ich weiß es gar nicht. Du bist zu spät. Wir haben uns das Schnickselkleid schon unter den Nagel gerissen. Unter die Hasenpfoten, um genau zu sein. Es passt sogar zum Frack vom Chef. Du willst es zurück? Schminkst dir ab. Das behalten wir. Schicke Friese. Okay, der meint's ernst, so halbwegs. Kauft euch nie einen Hut, der von unten eine Blume ist. Vor allen Dingen nicht, wenn ihr böse seid. Oh oh, oh oh, hat einen coolen Dance drauf, der Gute. War jetzt nicht gut.
Oh yeah. Huiuiui. Oh yeah, brodelt's über dem See. Ein Multimond. Eine recht kurze Welt, oder? Yay! Ich sorge mich um meine kleine Schwester und Peach. Wir müssen schnell hinterher. Ja, durchaus. Hey, Treppe wieder ganz. Danke, dass du die Handlanger des Ungeheuers vertrieben hast, freundlicher Reisender. Wer weiß, wo unser Schnicksenkleid ist? Ich hoffe, dass wir aus... dass wer auch immer es trägt, es wenigstens zu schätzen weiß. Ja, sicherlich. Nein, ich möchte keine Hinweise kaufen. Zum Glück ist die Treppe wieder heil. Kein dumm herumgehen mehr. Das ist wahr. Was? Jetzt einen Unterschied suchen oder was? Foto von Hinweis. Ja, aber. Ja, der Knochen vorne rechts fehlt. Okay. Ach, wir dürfen wieder angeln, ja? Toll, der hat sich ein bisschen festgebackt. Scheibenkleister. Wie in Animal Crossing, ich sag's euch. Oh Mann! Ein Mond für dich! Angeln im See! Ja. Ein Triple Goomba Pack, super! Tic-Tac-Turnier 1. Wollte schon Schnickschnack sagen. Wäre aber nicht ganz richtig gewesen. Willkommen im Aquagrund. Was ist denn hier los? Ich wollte eigentlich Blumen pflanzen, aber ich habe meine Samen in einen stacheligen Tunnel verloren. Wo das nur ist. Oh Mann, Fisch. Darf ich mal bitte? Schon doof, oder? Schon ein bisschen.
Okay. Soweit so gut. Okay, okay. Elegant gemacht. Jetzt noch hier das Herz. Sehr schön. Das Sauerstoff. Jo. Ach, ist schon schön gemacht. Auf jeden Fall. Eine wunderschöne Welt. Ein wunderschönes Land. Auch wenn ich das relativ klein finde. Also kurz. Bitteschön. Es ist ein tolles Gefühl, etwas wachsen zu sehen. Na, das kann ich mir vorstellen. Jo. Da ist nichts Neues. Wir können uns hier noch Kleinigkeiten kaufen, oder? Den Sticker auf jeden Fall. Hallo, wie kann ich dir weiterhelfen? Einmal der Sticker. Her damit. Direkt auf die Ulrisse geklebt und noch hier das kleine Stoff. Die 25 und fehlen nur noch 7 Münzen. Aber wir sind knapp dran, hier wirklich das Land, zumindest von den Münzen her, perfekt zu lösen. Ich will gar nicht wissen, das sieht nicht gut aus, ne? Ja. Ach du Schande, fehlen noch viele Monde. Das ist halt wirklich übel. Mit den Monden, also das ist wirklich krass, wie man... Also, so viele von. Und ich weiß nie, wo die alle sind. Hier. Ah, die Tür ist frei. Okay. Der Fels ist weg. Du kannst hinein. Na gut, machen wir auch. Jiku, Jiku, Jiku. Ich möchte das hier wirklich reparieren, aber es wiegt einfach zu viel. Was? Hey. Wo komme ich das denn hin? Oh yeah. Ich weiß nicht wie, weil es eigentlich einfach bloßes Rumprobieren. Aber wir waren der Stein. Auch nicht schlecht, oder? Wir sind irgendwo im Wasser. Eine erfolgreiche Reparatur. Oh yeah. Okay. Ihr wisst ja, wie immer, ne? Eine kleine Tour machen wir noch, nehmen alles mit, was wir finden. Ich suche gerade indirekt noch nach einer zweiten Vogelscheuche. Da ist... Muss der passieren, ne? Wie komme ich denn? Weiß nicht, wie ich da hochkomme.
Wie komme ich da drauf? Okay, das ist schwierig, tatsächlich. Wie schaffe ich dann die Spitze oben? Auch wieder mit dem Winkelsprung wahrscheinlich, oder? Ja, kann man schon vergessen. Das ist schwierig, auf jeden Fall. Was ist das denn, Mario, Mensch? Komm ich da oben dran? Wie soll ich das denn schaffen, da oben, den letzten Sprung? Ich hasse das. Nee. Hey, wieso? Was? Was? Wie kommen wir denn da dran? Wie komme ich auf das letzte Bröckelchen oben drauf? Und warum klappt das nur erst beim zweiten Sprung? Wie soll ich denn den letzten Sprung da oben machen? Das ist gerade das große Problem. Nee, keine Chance. Ich habe keine Ahnung. Wie schaffe ich den letzten Sprung? Ich weiß es nicht. Nee, keine Chance. Ich weiß es nicht. Wie soll ich denn... So hoch kann man gar nicht springen, oder? Jetzt mal ohne Spaß. Wie soll ich da oben raufkommen? Ich weiß nicht, wie der letzte Sprung gehen soll da oben. Okay, ich weiß wie. Okay, ich weiß wie. Oh Mann. Tic-Tac-Turnier 2. Ganz einfach, wenn man weiß wie. So, springt mir jetzt noch irgendwas ins Gesicht, was ich unbedingt machen muss, sollte, wie auch immer. Eigentlich nicht, oder? Ich schaue nochmal. Nö. Nö. Sicherlich sind es wieder nicht alle Sachen, ich weiß, aber na, so einmal grob alles durchsuchen. Hier ist gar nichts Neues hier unten. Das kann ich mir nicht richtig vorstellen. Der Sticker ist schon drauf. Sehr schön. Das haben wir gemacht. Joa. Ich weiß ja auch nicht. Dann können wir gerne an der Stelle sagen, dass wir hier dann weitermachen, sobald wir jo, durch sind, oder? Wir brauchen 8. Wir haben viel mehr als 8. Ich meine, guck mal. Wir haben so einige. Sagen wir es mal so. 98. Wie viele haben wir jetzt? Moment. Wir haben 2 plus... ...21 haben wir gefunden. Oh yeah! Das hört sich doch gut an. Oh, wir haben genug Energie, um in Cityland zu reisen. Überqueren wir das weite Meer.
Cityland. Oh yeah. Joa, machen wir auch, aber wie euch sicherlich vorstellen könnt, erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei Super Mario Galaxy. Das war Seeland. Tatsächlich finde ich, vom Umfang her, bis jetzt ein bisschen kürzer als die anderen, aber warum nicht, ne? Klein, aber fein. Freut mich auf jeden Fall, dass mich das nicht ganz so an die Nervensgrenze getrieben hat, wie ich befürchtet habe. War ja ganz angenehm. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ihr könnt uns wohl mal eben umziehen. Ich meine, wir kommen jetzt in eine Stadt, zivilisiert. Lass uns zumindest so ein bisschen, ja, stadtgerecht kleiden. Mal kurz gucken. Ach, sieht süß aus da oben. So. Kommen wir in eine Stadt. Cappy. Ja, so eine Cappy passt ja eigentlich immer, ne? So eine Cappy und... Ja, auch nicht. Klempner halt, oder... Der durchgeknallt. Wir nehmen den durchgeknallten. Okay, und was wir noch machen müssen, wir lesen nochmal schnell. Wuhu! Okay. Ah ja. Okay. Überraschung an der Bröckelsäule. Müssen wir auch noch machen. Aber ihr seht, an sich waren wir hier echt gründlich. Okay, dann haben wir hier Seeelegant. Ein Land so exquisit wie die Mode, die hier getragen wird. Eine Siedlung ist... eine Siedlung im und unter Wasser. Dichte Mittel, Topografie beschränkt, einheimische Schnicksen. Währung schuppenförmig. Da war das Kleid übrigens. Anders, aber ebenso prächtig wie die See. Lichter spielt auf der Seeoberfläche. Die Aquagrundkuppel. Seeelegant ist also ist als das Zentrum für Mode bekannt. Der Aquagrund ist für seine Glaskuppel bekannt, die stets mit frischer Atemluft gefüllt ist. Wenn man sich von dort aus in die atemberaubende Szenerie betrachtet, kann man sogar Dory im Wasser herumschwimmen sehen. Die schicken Schnicksen. Schnicksen sind überaus biegsam, besitzen aber gleichzeitig auch eine große innere Stärke. Dieser Mix ist womöglich das Geheimnis ihres Modetalents. Oh ja. Schaufensterbummel. Das Schnicksenkleid gilt als das edelste Kleidungsstück dieses Landes und ist im Schaufenster des Aquagrunds ausgestellt. Von allen Kleidern, die von den Schnicksen genäht werden, wird nur dem Allerschönsten diese Ehre zuteil. Es wird als Schatz dieses Landes angesehen. Und Bowser klaut's einfach. Toll. Reißverschlussmysterium. Passend für ein Land, das für seine Mode bekannt ist, findet man hier allenthalben Reißverschlusskunst. Was? Allenthalben? Hab ich noch nie gehört. Reißverschlusskunst. Diese Verschlüsse lassen sich zügig schließen und öffnen, vielleicht steckt ja ein tieferer Sinn dahinter. Diese ganz bestimmte Reißverschluss ist mehr als nur Dekoration und sogar funktionstüchtig. Schau ihn dir doch mal genauer an. Haben wir schon. Da will man einfach dran ziehen, oder? Natürlich. Süß- oder Salzwasser, Dory ist das egal. Die Wasserkreatur. Diese sanfte Kreatur schwimmt Tag ein, Tag aus im See elegant auf und ab. Wenn du ein guter Schwimmer bist, kannst du diesem eleganten Geschöpf gerne Gesellschaft leisten. Auch wenn Dory in jeglichem Wasserhabitat leben könnte, scheint dieser Dory der See zu klein zu sein. Verlass diesen schönen Ort nicht ohne ein niedliches Dory-Souvenir. Haben wir mitgenommen. Bewegte Geschichte. Dieses Becken diente den Designern einst zum Ausruhen oder zum Stoffe färben. Heutzutage ist es jedoch ein beliebter Ort zum Angeln, fernab vom Truben der Siedlung. Hier geht es sehr weit nach unten. Eigentlich nicht, oder? Das Reisen an den drei Punkten. Erstens, der Aquagrund ist ein absolutes Muss, vor allem für Sauerstoffanatiker. Zweitens, schwimme mit der heimischen Dory, ein unvergessliches Erlebnis. Drittens, verpasst auf keinen Fall den hiesigen Nationalschatz, das Hochzeitskleid. Ja, alle drei Punkte haben wir, denke ich, mal gut abgearbeitet und können daher weitermachen mit Cityland beim nächsten Mal. Ich bin sehr gespannt, weil das ja eigentlich so, ich sag mal, der große Herausstecher ist, oder? Was man so noch nie gesehen hat, echte Menschen. Wir haben schon das Taxi gesehen. Und ich denke mal, es hat schon einen guten Einblick auf das gegeben, was uns noch erwarten wird. Ach, die Sticker sind schön, oder? Da oben ist der neue. Lamode. Schön. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen bei Super Mario Galaxy und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Yeah.